Willkommen zurück hier bei The Evil Within. Wir sind hier immer noch unten irgendwo in der Kanalisation hier im U-Bahn-Schacht und müssen uns hier rauskämpfen nach oben zu unserer Freundin, der Kidman, dem Josef und diesem anderen Pfosten mit den weißen Haaren. Ich weiß schon nicht mehr den Namen. So, wir haben uns gerade aufgepowert. Ach ja, und übrigens, ihr merkt das wahrscheinlich schon, dass es hier so ein bisschen ruhiger ist. Der liebe alte Ken ist mal ganz kurz für kleine Mädchen nach draußen gegangen. Ich habe gedacht, komm jetzt, nee, ich lasse euch nicht weiter warten, lassen wir den draußen. Wir spielen hier jetzt einfach mal so alleine weiter, ne? Ist ja auch mal ein bisschen entspannter. Fast schon besser, mag man sagen. Das ist knatscht denn hier so. Mann, hier rattert hier jemand sich einen ab, ey. Gibt's denn da? Das ist ein alter Dieselmotor hier, ne? Können wir da mal dran drehen? Ich mal richtig gern dran drehen. Können wir noch gar nicht, müssen wir wahrscheinlich gleich erst machen. Aber vorher. Scheiße, das ist im Arsch. Genau, scheiße, das ist im Arsch, ja. Müssen wir hier wahrscheinlich irgendwas reinschieben. Nur wie? Warte mal, da muss ich mal kurz gucken. Da nicht. Das ist so ein Dreier, ja? Können wir die drehen? Nee, können wir nicht drehen. Das muss doch hier irgendwo rein. Moment mal. Das hier kommt wohin? Hier. So, dann sind die zumindest verbunden, der Rest nicht. Was nicht wirklich optimal ist. Kann ich die nicht drehen? So, jetzt, das war ja Mist. Umsetzen. Ach! Komm, du gehst jetzt hier rein. Was mache ich denn mit dem anderen dann? Nee, das war doof. Wie geht denn das jetzt hier? Jetzt kommen gleich Rätsel zu Beginn. Ich will die umdrehen. Wenn ich die drehen kann, ist alles viel leichter. Nee. Da fehlt uns auch vor allen Dingen noch einer, ne? Moment mal, ich lasse es mal ganz kurz. Und wir sehen, es passiert nichts, das Teil geht aus. Verdammt, vielleicht sehe ich aus wie ein Elektriker? Ja, nicht wirklich. Ach so, gut, wir müssen den Fahrstuhl in den Schacht bringen. Aber es fehlt uns ja noch so ein Teil, ja? Vielleicht brauchen wir das erst, um weiterzukommen. Wir schauen einfach mal. Und da ist es ja. Hätten wir das gleich mal glatt gesehen, dann wäre es doch direkt auch so weitergegangen. So, jetzt ziehen wir sie alle nochmal raus und schauen mal nach. Wenn wir die drehen könnten, wäre es viel leichter, dann wüsste ich nämlich schon, wie wir es machen, aber es geht nicht. Moment mal. Versuch's jetzt erstmal so. Was passiert, wenn wir das jetzt machen? Moment, und das, okay. Das kommt dann hier hin. Und das letzte dann einfach mal hier rein. Ah, und damit sind alle Teile aktiviert und wir sind Elektrikerlehrling. Wow. Wollte ich schon immer mal sein und jetzt müssen wir wahrscheinlich hier in diesem Teil drehen, ne? Genau. So, und dann drücken wir mal. Ganzer Krippen. Was? Ach du Scheiße, so einer schon wieder. Nein. Oh Gott. Das sieht verdammt nach einem Bosskampf aus. Scheiße, Ken! Guck mal! Ja! Hast du den ausgeschissen? Der kam dir, glaube ich, gerade direkt aus dem Euter gefallen. Der Junge hier. Du, das erklärt einiges. Das war nämlich gerade echt eine schwere Geburt. Manometer! Der ist giftig! Was hast du gegessen? Warte nochmal! Was ist denn, ey? Was ist das für ein Land-Oktopus? Ich weiß auch nicht, wo der herkommt. Auf jeden Fall jemand was falsch runtergespült, ja, hier. Hast du auch schon einen guten Pfad verpasst hier. Ja, aber das Problem ist... Gut, dass wir unsere Bolzenarmbrust abgegradet haben. Jetzt müssen wir aufpassen, denn der kommt wahrscheinlich von oben. Mach mal noch ein paar neue Expo. Ja. Jetzt kommt Leute schon von oben und er hat ein kleines Baby abgesondert. Nee. Doch. Nein. Wetten? Ja, ich sag's dir doch. Du bist ja voll zugesabbert. Ja. Renn das mal um meinen Körper weg hier. Angst, der kommt doch gleich von irgendwo hier. Oh. Nee. Ja, aber die Kleinen können die auch. Ja, die explodieren an mir. Hey. Ah. Eine harte Lust, der Junge, ne? Vor allem, weil er jetzt nicht mehr zu sehen ist. Da oben kackt er raus. Ach, du musst ihn wahrscheinlich. Ja. Okay, gut. Explo. Erstmal bringe ich die zur Explosion hier. Ach, denn die geben auch Munition. Die hinterlassen Machenschaften, ja, genau. Wo ist er? Wo
musst ihn finden. Ach, er ist da oben. Ja. Oder? Du siehst an den kleinen Viechern, wo er ist. Das habe ich auch mittlerweile mitgekriegt, wenn ich muss gucken. Dann musst du ihn treffen. Ach so! Mhm. Dann bestimmt auch mit einer Waffe, ne? Oder nicht? Ja, würde ich, oder? Würfel wo? Da, da! Wo denn? Da! Warte kurz, warte kurz, warte kurz. Da, wo die kleinen Dinger rauskommen. Da oben drinnen? Da war ja gerade. Da war niemand. Spät. Ich höre ihn. Ich auch. Aber ich sehe nicht. Da machen wir echt gute Augen. Die habe ich nicht. Leider Gottes. Ah! Verdammt nochmal. Die hatten Augen, doch sie konnten nicht gucken. Und hier oben? Oh Gott, wo? Da hinten! Whack-a-Mole, ne? Das ist ein bisschen Whack-a-Mole nur umgedreht. Ja, und nicht so amüsant. Der Typ nervt mich gerade richtig krass. Ja, vor allem, weil er deine Energie schon ganz gut dich ausbluten lassen hat. So ein bisschen gerade wieder ein privates Verdun. Eieieiei. Entweder ich bin blind oder ich bin einfach echt nur dumm. Ich glaube beides. Nee, es gibt nur eine Option. Die hier. Da war er gerade. Reinkommt. Wir wechseln jetzt aber ganz schön flink die Orte, ne? Du musst jetzt mal die Augen aufbrechen. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Ah, oh, jetzt direkt über mir, oder was? Der ist so schnell unterwegs, den kann man auch gar nicht treffen. Ah, noch eine Spritze? Ja, aber ich setze sie erst gleich. Ah, der kommt von wo an? Der kommt aus der Wand, oder wie? Also da oben habe ich jetzt gerade nichts gesehen. Ich sag mir mal die Wand. Der hängt an der Wand, der Sack! Der hängt in der Wand? Da ist er doch! Der Penner! Warte. Hä? Der kann Camo. Camouflage. Ach so. Hätte ich eigentlich wissen müssen, ja? Er verspricht Öl. Jetzt schießt drauf. Der hat mich ebenso nämlich auch angegriffen. Warte mal. Muss ihn erst sehen. Jetzt schieße ich ihn. Ja, jetzt ist er wieder weg. Egal, egal. Jetzt wissen wir wenigstens, wie er vorgeht. Okay, wir müssen seine Silhouette sehen. Bis dahin nehme ich meine Pistole. Irgendwo gleitet wir das hoch. Ja, wir müssen okay. Gucken, wo die Viecher rausgehen. Also ich sehe, wo jetzt links. Jo. Okay, gut, wir müssen jetzt leider die Spritze schon nehmen. Ja. Wir haben drei Stück. Hä, was? Wo war die denn her, bitte? Dann kannst du auch gleich mal eine Granate auf ihn werfen, ne? Die machen auch ordentlich Schaden. Ja, stimmt. Warte, die rüste ich mal aus. Weil die haben wir wahrscheinlich auch schon. Ja, da haben wir schon welche. Und ich glaube, ich weiß auch, wo er ist. Siehst du ihn? Ja. Wo denn? Da ist er, ne? Geradeaus, gut ist er. Ja. Ja. Abgesondert. Ja, und was? Gleich hinterher noch. Oh, flieg auf mich! Oh, das war schlimm. Okay. Dafür gibt es auch noch eine Spritze hinterher. Ja, das war jetzt wirklich nicht optimal. Ich muss mal mehr nachdenken. Ja, weil ich nicht, dass er direkt auf mich zukommt. Der Penner. Okay, er ist direkt hier. Ich würde sagen, wir auch. Da ist er, auf dem Boden. Ernsthaft? Ja, das ist er. Wo denn? Hier. Da. Das, was da liegt. Ach, schießt er. Ja, okay. Gerade. Ah, und schon wieder weg. Schon wieder weg. Ich sehe ihn, ich sehe ihn. Bau mir aber nochmal einen Explosionsbolzen. Er klebt an einen von den Pfeilern. Ja? Jetzt von dir aus der erste, zweite Pfeiler. Da. Ja. Und ab ins Loch. Ah! Mist! Was war das denn jetzt? Kleine, der hat wieder abgesondert. Ah, wie gut. Ich nehme an, dass er jetzt wieder von irgendwo aus dem Rohr rauslungert. Derweil nehmen wir schon die Munition hier. So, da kommen wir nicht. Oh oh. Also kann man echt viel Munition kriegen. Aber nur Pistolen Munition. Ja, leider. Das ist halt schlecht. Wir haben erst hier gut ausgerüstete Pistolen. Okay. Da oben hängt er. Hau rein. Jawoll. Ja, noch einen rein.
Okay. Meinst du? Nee, nee. Der hält aber echt was aus. Sehr gut, das war nicht schön. Doch! Ah, der. Stirb schon. Er ist tot. Ja, Hammer. In Vergessenheit gerannt. Das war ein cooler Kampf. Ja, eigentlich schon, ne? Halten? Das ist nicht so gut. Camouflage-Oktopus hat schon was. Lass mal gucken, was er hier verliert. Ach, das sind hier diese von Rubik. Die Blutfäden, die der immer geschworen hat bisher. Ja. Und wir folgen denen jetzt einfach mal. Ja. Denn die führen uns doch zum Herrn. Letztendlich. Wir müssen hier rein. Ja, ich hab, als du weg warst, also kurz verhindert warst, sagen wir es mal so, habe ich hier nämlich so ein schönes Schalterrätsel gelöst. Ah, ja. Total spannend. Oh, Gott sei Dank war ich nicht dabei. Ich hasse Schalterrätsel. Ich muss hier nochmal wahrscheinlich drehen, ne? Ding jetzt mal in Gang bringen. Ja, gut, dass ich den Kampf nicht verpasst habe. So, jetzt können wir hier hoch. So, dann würde ich hoffen, ich mal, dass wir damit Level 40 abgeschlossen haben. Warum? Weil wäre schön, wenn das Level 40 noch ein bisschen länger ist. Hoch die Wurst. So, Lampe an. Können wir uns jetzt wieder leisten. Ach, Sebastian, was du nicht alles erlebt hast hier. In den letzten paar Folgen. Pastion, Christi. Jawohl. Das war echt noch nicht Level 14 und was? Nee, wir müssen auch erstmal an die Oberfläche kommen, ja? Zumindest uns erstmal der Oberfläche nähern. Ich glaube, wir sind noch weit entfernt. Wobei, da ist der Wind. Ein Windzug. Wir sind schon draußen? So. War Jesus eigentlich wirklich der Sohn Gottes? Ja, klar. Wirklich? Natürlich. Wer war er sonst? Vielleicht einfach ein Mann. Nein. Das ist ignorant, so zu denken, mein Freund. Aber wie beweist man das? The Chapel. Geh in dich. Oh, mein Anus tut voll, ich hab so hart gekackt. Das ist ein wilder Themenwechsel, den du hier mal siehst. Ja, dann mach dir da mal ein bisschen Kamillentee rein. Keine Ahnung. Was soll er denn sagen? Ihm geht's viel schlimmer als dir. Ja, das stimmt. You! Was mit mir? Komm, neues Wort, komm. Geh mal weiter. Ich komm nicht mehr weiter. Oh oh. Du musst ja eh in diese Richtung. Jetzt. Ich kann aber nicht. Nein, in die andere Richtung. Ja. Aber warum you? Geh mal weiter, dann komm. Jetzt vor. Meinst du? Ja, das ist garantiert. Aber ich hab grad echt nichts dran. Will. Not pass. Okay, komm, was ist? Suck! Nein! You will suck! Oh, das ist immer so laut. Nein, bitte nicht! Oh. You will suck! Suffer! Und was heißt das auf gut Deutsch? Du wirst leiden! Das hoffen wir aber nicht. Wir werden aber erstmal hier rauskommen, ja? Wo wir weiter, ne? From Hemorrhoids! Wie komme ich denn jetzt hier? Darüber springen. Kann ich nicht. Blöde. Doch, geht. Warte. Oh oh. Ja, er führt uns in die richtige Richtung. Ich glaube, der ist einfach nur sauer, weil wir jetzt schon so viele von seinen kleinen Haustieren auseinandergeführt haben. Weiter hat er wahrscheinlich nicht zu erkennen, ne? Oh. Das war knapp. Hat uns glatt wieder in die Klinik zurückkatapultiert. So rabiat ging es dir zu. Was machst du denn? Kick hier nicht mein Mikro aus dem Gesicht. Das geht jetzt nicht, ja? Nimm's noch auf? Natürlich. Okay. Natürlich. Soll's nicht aufnehmen. Trotzdem keinen Grund, einfach hysterisch gegen zu kicken. Ja, es war ein Versehen, hallo. Ich hab doch gesehen, dass es dich an. Das ist absichtlich gemacht. Hey, Kurando, komm mal klar auf dein Leben. Du hast wieder meine Forschungsergebnisse in deinem Namen veröffentlicht. Dachtest du, ich finde es nicht raus? Ich hab dir damit einen Gefallen getan. Du hast keinerlei Referenzen. Du hättest sonst bei einer seriösen Fachzeitschrift keine Chance. Niemand würde jemals wissen, dass es dich überhaupt gibt. Oh, aber sie werden es wissen. Ich habe dich auf jede erdenkliche Weise übertroffen. Was soll's? Ich habe, was ich brauche. Fehlt nur noch die Verfahrensweise.
In der Tat. Und deswegen sind wir hier. Wir? So, was ist denn? Was wollt ihr denn eigentlich? Oh! Wer kommt da denn? Das wagst du nicht. Du kannst es ohne mich nicht vollenden. Na, nicht der Arme. Gut erkannt. Ich bin auf seiner Seite. Nein! Nein, nicht! Boah, die waren auch echt dominant, die drei, ne? Kann man uns hier jetzt noch was geben? Ach du Scheiße. Willst du jetzt Mitleid von mir? Also anscheinend nach nicht. Ach du Scheiße. Okay. Du wirst da nicht mit Pistolen. Ja, die haben wir jetzt getroffen. Jetzt verbrennen. Ach nee, ich muss ihn hier den Gehirnwurm rausziehen. Vielleicht das besser auf die Beine. Komm. Raus den Schlauch. Ja. Wie auch immer so Würste in den Hintergrund schieben. Oh oh. Da haben wir nochmal alles gesehen. Und somit auch Kapitel 14 überlebt. Na, geht wenn, doch. Da speichern wir uns gleich noch ein. Aber das machen wir auch erst im Off, ja? Ja. Ich würde sagen... Machen wir eine kleine Pause, ne? Jetzt ja. Rangeln wir hier nochmal ein bisschen auf dem Boden nackig. Ja, ja. Und beim nächsten geil. Mal, liebe Leute, dann fahren wir direkt ins Finale das Chapter 15. Finale. Oh, 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 oh. Bis dahin, bleibt gesund. Wir freuen uns auf euch, meine Lieben. Auf Wiedersehen.